Gesetze, Gesetze und noch mehr Gesetze. Immer mehr Gesetze. Immer mehr Einschnitte in die Freiheit der Menschen. Herr Ragnarök, das können wir nicht länger zulassen. Was hast du denn schon wieder? Du kannst die Deutschen doch nicht ohne Gesetze lassen. Die versinken doch im Chaos. Aber das besprechen wir mal ganz, ganz genau nach dem Intro. So, liebe Leute, hier ist wieder euer Knollte. Hihi, hat schon wieder gereimt. Klasse. Irgendwie, wie in jedem Video, ist reimlich. Aber jetzt mal ernst bei der Fische, ne? Gesetze. Ist dir schon mal aufgefallen, wie viel Gesetze es gibt? Du darfst ja nichts mehr. Gar nichts darfst du mehr. Außer gehorchen und bezahlen. Ja, und immer kommen neue Gesetze hinzu. Du wirst immer mehr in deiner Freiheit eingeschränkt. Ja, demnächst kommt noch ein Gesetz, jeder Deutsche muss morgens um 3 Uhr aufstehen. Um 3 muss der Wecker rappeln. Weil das ist besser für die Wirtschaft. Nicht mehr bis 6, 7 im Bett liegen. Nee, alle gleichzeitig raus. Aber sag ich, ist besser. Was laberst du dann jetzt wieder für eine Tenne? Alle um 3 Uhr aufstehen. Und wann machen die Spätschicht haben? Sollen die auch um 3 Uhr aufstehen? Ja, dann haben sie ja schön lang geschlafen, ja. Ja, ich sag ja, die ganzen Gesetze, die da kommen, die taugen ja alle nichts. Guck mal jetzt dieses komische da, dieses, wie heißt es noch? Ja, richtig, Heizungsgesetz. Ja, wo sie jetzt gerade da dran am Basteln sind. Heizungsgesetz. Ja, was soll so ein Tinef? Haben die nichts Besseres zu tun? Die sollen mal, wenn sie Gesetze machen, richtige, vernünftige Gesetze machen. Aber Heizungsgesetz. Dürfen alle nur noch ein und die gleiche Heizung nehmen. Ja, nichts mehr freie Marktwirtschaft. Nee, ist nicht gewollt. Heizungsgesetz, so heißt es dann. Alles für die Umwelt. Alles für den Klimaschutz. Nur für den Klimaschutz. Umwelt interessiert nicht. Ja, aber da gibt's ein anderes Video zu. Was? Du willst doch mehr von diesen Schwachsinnsvideos machen? Also, ich bin ja dafür. Gesetze müssen sein. 100%ig. Weil so ganz ohne Gesetze, das ist ja Anarchie, Chaos. Ja, Herr Ragnarök. Chaos, absolutes Chaos. Das Chaos haben wir jetzt. Bei diesen ganzen Schwachsinnsgesetzen. Guck mal, dieser Dings, wie hieß er noch? Genau, der liebe Gott, ne? Der, wenn wir mal religiös werden wollen, der liebe Gott, also. Der hat ja auch Gesetze gemacht. Ganze 10 Stück. Das heißt, warte mal. Der hat gar keine Gesetze gemacht. Wie hieß er noch, was der gemacht hat? Diese 10 Dinger da. Diese komischen, diese richtig Gebote hießen die. 10 Gebote von dem lieben Gott, ne? Und da hat er nicht gesagt, du darfst nicht oder du musst. Der hat gesagt, du sollst oder du sollst nicht. Noch immer deine eigene Freiheit. Du entscheidest selber. Naja, mit den Konsequenzen musst du leben, ne? Ja, und ich fand ja schon 10 sind ein bisschen viel, ne? Also ich finde das mal mit Begehren von dem Nachbarsweib oder Fremdgehen oder sowas, finde ich ja gar nicht so schlimm. Also das 8 würden auch reichen. Ja, 8 würden auch reichen. 8 Gesetze. Ach, wie wird's das denn umkriegen? Und wenn kein Gesetz im Straßenverkehr gibt, heizen sie alle wie Sau. Jetzt stell dir mal vor, da bügelt einer mit 150 durch eine 30er-Zone. Und dann bügelt er noch ein Kind tot. Jetzt hast du kein Gesetz. Wie willst du bestrafen? Naja, gar nicht bestrafen. Einfach zu dem Papa von dem Kind gehen und sagen, mach mit dem, was du willst. So frei nach dem Motto, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das wird funktionieren. Und außerdem, ohne Gesetze, gäbe es ja gar keine 30er-Zonen. Und wenn das von kommende Plachter über die Straße rennt, dann muss er mal nach links und nach rechts gucken. Aber das sehen wir ja auch heute schon wieder so in der heutigen Zeit, ne? Wo ich ein kleiner Hosenschisser war. Da kriegte ich morgens meinen Ranzen am Rücken gebunkelt von der Mama und dann ab zur Schule, per Penis, ne, auf den Schoß als Rappen. Ja, und heute, an jeder Ecke stehen Verkehrshelfer. Morgens, mittags können Sie sehen, wie sie rauskommen, aber morgens stehen bei uns hier überall Verkehrshelfer. Und da kommt ein Chaos beisammen, das glaubst du gar nicht. Am Horizont taucht ein Blach auf, der Verkehrshelfer springt mit seiner Kelle auf die Straße, um Alarm anzuhalten. Ja, du kommst gar nicht mehr von der Stelle, aber egal. Vollkommen egal, die brauchen wir auch nicht. Die Blahen sollen zeitig lernen, im Straßenverkehr aufzupassen. So sehe ich das. Man muss jeder nur ein bisschen Rücksicht auf den anderen nehmen. Und
Wer heizt denn schon mit 150 durch die Ortschaft? Meistens sind die Straßen ja gar nicht so gebaut, dass du 150 in der Ortschaft fahren kannst. Ja gut, ein paar Deppen gibt es. Und wenn da wirklich einer zu Tode kommt, dann Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben. Lass den Papa entscheiden, was passiert mit dem. Ja, und wenn einer klaut, willst du da Hand abhacken, so wie im Mittelalter. Ja, dann muss das ganze System halt umgekrempelt werden, somit ohne Gesetze. Sieh mal, ein Arzt braucht einen Bäcker. Ein Bäcker braucht immer wieder einen Arzt. Ja, das gleiche gilt für die Metzger. Die brauchen sich alle gegenseitig. Und Müllwerker und hier und da, jeder Job wird ja gebraucht. So, da macht man einfach so, jeder tut was. Arbeitslos sein gibt's nicht. Auf der Frauenhaus liegen gibt's nicht. So, ganz einfach. Und jeder bekommt das gleiche Geld. Ah, was willst du mir jetzt erzählen? Der Arzt, der studiert hat. Ja, der Arzt, der studiert hat, seinen Arsch lange, lange auf der Schulbank gewälzt. Anstatt da, wo der kleine Fabrikarbeiter schon lange eingezahlt hat, in der Rentenkasse, in die Steuersysteme und überall, ne, da saß er noch auf der Schulbank. Ja, und jetzt kriegt er mehr Geld. Obwohl, der Müllmann zum Beispiel, der hat einen viel dreckigeren Job. Der arbeitet auch viel mehr wie so ein Arzt. Und der hat weniger Geld. Warum? Nur weil er nicht so lange faul in der Schule rumgegaffert ist? Nee. Alle kriegen das Gleiche und jeder muss was tun. So, dann wird schon nicht mehr geklaut, weil hat ja jeder das Gleiche. Hä? So. Ah, und dann kommen die Ausländer. Nein. Hör mir auf mit den Ausländern. Das machen wir weltweit so. Ein kleiner Knollte meint, er kann die Welt ändern. Wohl kaum. Nee, ich alleine schaff das nicht. Ich brauche die lieben Bürger da draußen. Vielleicht auch den einen oder anderen, der gerade mal zuguckt hier. Vielleicht ist ja noch einer da. Hallo, seid ihr noch da? Ich finde das hier lustig. Nein, viel zu viele Gesetze. Klar, ein paar Regeln zum Miteinanderleben, die muss es schon geben. Aber so viele Gesetze, wie wir haben, alle Timme, da gibt es ja jeder Kfz-Recht, Strafrecht, Familienrecht, überall tausende, zigtausende Gesetze. Das sind solche Bücher und dann nicht eins, hunderte. Da soll noch einer durchblicken, was man darf und was man nicht darf. So, und dann entscheiden andere, wenn du mal einen kleinen Fehler gemacht hast, was mit dir passiert. Das geht nicht. Alle Menschen sind gleich. Und da hat mir keiner zu sagen, du gehst jetzt in den Knast oder du bezahlst jetzt Strafe oder die Stimme geht weg. Scheiße, ich brauche mal Konditionsstößchen. Ah, nein, war kein Bier, war ein Radler. Mit Orangenlimo, so schmeckt das. Also, sammel mir mal in die Kommentare, tipp da mal rein, was du davon hältst, wenn es einfach weniger Gesetze geben würde. Weil die, die wir jetzt haben, sind viel, viel, viel zu viele. Und da kommen immer noch welche bei. In diesem Sinne, tschüss.